Nee. Aber Sie haben hier den Standort von Köln. Daran können Sie vielleicht liegen. Ja, Köln ist doch gleich Buxtehude. Ich verbitte mir das. Mein Buxtehude ist kein Köln. Stopp. Seht diese Ländereien. Sie sind alles eure. Und diese vielen Tiere. Ja. Das ist beeindruckend. So eine schöne Herde. So behaart und pfiffig. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist mich zu heiraten. Ja, ich will. Stopp! Kann man da noch was machen? Ganz ehrlich, nein. Sie sind. Ich meine, ich gehöre zwar nicht zur letzten Generation, aber der Sekundenkleber zwischen den Fingern, der hält. Stopp! Ja. Ja. Einen neuen Ort hätte ich bitte gerne. Todesstern. Todesstern. Okay. Todesstern. Schauplatz. Eisdiele. Das ist das Ritual, das wir jedes Mal machen, bevor wir die Eisdiele öffnen. Damit wir den Kontakt zu unseren Kunden finden. Das ist fantastisch. Jetzt musst du nur mit der Stracciatella vom Boden ablecken und dann können wir öffnen. Irgendeinen anderen Schauplatz, bitte. Saunaumfarm. Bitte? Was war das? Finanzamt. War mir klar. Oh nein, wir erlassen keine Steuern. Da können Sie wieder kriegen, was Sie wollen. Stopp. Ein neuer Schauplatz? Sauna. Sauna? Sauna. Sauna. Nils, wir sind in der Sauna. Also ganz ehrlich, ich bin in der Sauna immer ganz unten, da ist es am wenigsten heiß. Nur mal sehen, ob du mich bemerkst. Ich hab dich schon von Weitem gerochen. Lüg mich doch nicht an, du hast mich überhaupt nie bemerkt. Nie hast du mich bemerkt! Sei doch nicht so aggressiv. Wer bringt heute den Müll raus? Wie oft habe ich das gefragt? Und? Wo ist der Müll? Immer noch hier. In? Willst du etwa sagen, du räumst ihn heute nicht runter? Nein. Dann sag ich dir eins. Tut mir leid, aber da hilft Dero wirklich nicht mehr. Ich habe genau gesehen, dass du deinen Axtrefresh da reingesprüht hast in den Müll, aber das bringt nichts. Es bringt. Da sind Reste von 3 Tagen drin. Pass mal auf, ich mach dir ein Angebot, ja? Ich bring den Müll raus. Aber ich komme dann nie mehr wieder. So schaut es nämlich aus. Nie mehr wieder. Das traust du dich doch gar nicht. Was? Warum müffelt denn das so? Nein, das ist dein Axtschweiß, der Müffel. Dass ich dich verlasse, dass du künftig den Müll alleine heruntertragen musst. Essensreste von 3 Tagen. Die Bahn hat heute mal wieder Verspätung. Na, dann braucht den Müll jetzt auch nicht rausbringen. Das heißt, du hast noch Zeit, den Müll rauszubringen. Eine Chance hast du noch.
Nachdem du ihn jetzt schon hier ausgeleert hast, kann ich ihn ja nicht schlecht in Einzelteilen runterbringen, ja? Dann musst du ihn halt wieder zusammenfegen. Nein, ich kann auch einfach so gehen und einfach nie mehr wiederkommen. Ach ja. Ja. Haben Sie Hack? Wenn nicht, mach ich eins aus dir. Das klingt bei mir nicht, wenn du mich siehst. Ich hasse, dass du mich siehst. Schon klar. Jetzt pass mal auf. Ich passe auf. Auf der Toilette riecht es nicht gut. Also, Küche riecht nicht gut, Toilette riecht nicht gut, du riechst nicht gut. Der Einzige, der gut riecht, bin ich, weil ich habe neues Deo. Toll, ganz toll. Ja, toll. Dann kommt einfach mal putzen. Ich habe so ein gutes Putzmittel gekauft. Die haben mit dem Spruch geworben, gehst du heute mit dem Hund? Das muss einfach gut riechen. Auf jeden Fall besser als diese Muffelwohnung. Ich habe satt in dieser Muffelwohnung. Dann geh doch du. Hauptsache, ich muss dich nicht mehr wiedersehen. Wollen wir mal einen Sack hüpfen? Wer zuerst bei der Tür ist, der verlässt die Wohnung. Schatz, Sack hüpfen, das hast du lange nicht mehr gesagt. Immer wenn ich Sex wollte, hast du immer so zu mir gesagt, meine Nasenhaare werden grau. Ja, ich weiß. Ich kann mich schon noch erinnern. Er war's. Das war immer mein zweites Ich. Also er. Das zweite Er. Aber er ist doch jetzt weg. Er ist mit dem Hund raus, ich weiß. Ich hätte gerne eine Klingel in meinem Sarg. Okay. Also besser mal so weit, aber... Also, ich weiß nicht, jetzt bin ich hin und her gerissen. Ich wollte, ich meine... Aber Sackhüpfen. Wir hatten uns doch aber außer Sackhüpfen noch nie was zu sagen. Wer ist schon vernünftig? Und dann lass uns Sackhüpfen. Was meinst du? Also ich bin dann... Wenn vernünftig wäre, lass uns trennen. Ehrlich. Ich habe auch schon einen Satz vorbereitet. Ich wollte eigentlich Schluss machen. Also bin mit festem Vorsatz. Und ich habe diesen Satz lange mir überlegt, um dir auf simple Weise zu sagen... Jetzt geht nicht drum rum. Wer nie sein Brot im Bette aß, der weiß auch nicht, wie Kuchenkrümel pieken. Vergleichst mich mit einem Kuchenkrümel. Du bist nicht nur ein Kuchenkrümel, du bist ein Marmorkuchen, eine Sahnetorte, ein... Du bist wie mein Brot. Meine Brotrinde. Brotrinde. Ich meine, wieso geht das Internet nicht mehr? Wir könnten da jetzt googeln, was man tun soll. Vielleicht. Google weiß doch immer alles. Ich habe doch noch die Bibel, da steht immer drin, was man tun muss. Aber bitte mit Sahne. Das ist eine Metapher. Müll. Riech. Schnapp. Schnapp. Sack, hüpf. Was wir hier so von uns geben. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich Herrn Klopfer. Herr Klopfer! Schön, dass Sie heute in unser Studio gekommen sind. Hallo, Frau Rosenzweig.
Zeit. Sehr schön, Sie heute hier zu sehen. Und ich freue mich, dass Sie mich hier eingeladen haben auf den sogenannten heißen Stuhl. Heißen Stuhl? Sie sind immer für ein Wortspiel gut, ja. Herr Klopfer. Ja. Schießen Sie los. Ja, also, wissen Sie ja, ich lebe ja an der Küste, ja, und wenn ich so ins Meer schaue, dann sehe ich ab und zu doch die Haie dort vorbeischwimmen. Und da habe ich mir gedacht, diese Tierart, der muss man einfach Tribut zollen. Wir müssen sie an unseren Tisch holen, wir müssen sie reinholen in die Gesellschaft. Und da habe ich mir gedacht, ich werde Haien Jonglieren beibringen. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, Herr Klopfer. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie jonglieren diese Haie? Also das ist ganz einfach. Also ich habe mit einem jungen Hai angefangen, der nicht aus einer Zucht stammt, aber dazu noch später, liegt ja eigentlich auch nahe. Also wie gesagt, der Hai hat ja seine Flossen und mit diesen Flossen, glauben Sie es mir oder nicht, jongliert er. Ja, und das macht, während er mit seinem Schwanz, also Sie verstehen schon, sich unter Wasser hält. Ich verstehe, Herr Klopfer, ja. Ihre Haie, die jonglieren ja mit teilweise bis zu 70 Bällen auf ihren Flossen. Also, da möchte ich Sie kurz unterbrechen. Wir sind in der Zucht schon weiter fortgeschritten. Mittlerweile sind es schon über 542 Bälle, die jonglieren können. Ja, ich werde verrückt, Herr Klopfer. Das ist ja unfassbar. 42. Ja, das ist unfassbar, ja, ja. Also wir hatten natürlich einen Fall, wo er ein paar Bälle fallen ließ, der eine Hai, aber gut, den haben wir dann aussortiert, ja.